ist immer gut gelaunt, stimmt das? Ja, meistens ja. Ich kenne dich allerdings nur vom Autocross her, aber das ist schon genau das, was du immer machen wolltest, oder? Ja, klar. Ne? Ich habe als Schrauber angefangen bei jemandem und dann war der Reiz mal zu groß, selber zu fahren. Ich behaupte, eines der am besten und optisch am schönsten aufgebauten Autos. Legst du da besonderen Wert drauf? Ja, also wenn man überlegt, das Auto hatte schon einen Überschlag dieses Jahr. Und es ist nicht mehr viel davon zu sehen. Und das machen wir schon immer jedes Wochenende. Wenn wir heimkommen, das erste alles auseinander. Entweder neu lackieren, neue Teile dran. Da lege ich schon Wert drauf. Das heißt, ihr macht das auf recht hohem Niveau, ne? Hast du ein großes Team um dich rum? Ja, das Team ist groß. Also ich habe 4 Mechaniker. Also wir haben noch ein zweites Auto, das kleine, das Crosscard. Und die 4 Mann und die 2 Fahrer, die wissen immer alles über die Autos Bescheid. Und dann nimmt die Fans, die noch immer mitkommen, das sind dann doch viele Leute. Auf deinem Auto steht die 201 als Meister. Das wird dieses Jahr nicht mehr so ganz klappen, oder? Ja, als Klassenmeister war ich Vorstell, 201 und Vizemeister Vorstell. Also ist ja die Gesamtzusammenlegung. Und naja, dieses Jahr, ich werde wohl nächstes Jahr die 202 fahren, weil mit den letzten 3 Rennen waren einfach Pech gehabt. Ja. War Probleme. Ich glaube, das Leistungsniveau ist sehr hoch, gerade in der Serienabteilung. Ne? Ich glaube, sie machen alle das, was geht. Und das sieht man auch. Macht das Spaß mit den Jungs? Oder sagst du, da gibt es so ein paar, die sehe ich lieber hinter mir oder so? Klar, siehst du sie alle gerne hinter dir. Ah, ja. Aber gibt es da so ein paar spezielle oder geht ihr gut miteinander um? Oh ja, wir gehen eigentlich immer gut miteinander um. Kommen rein ins Fahrerlager und dann, wenn mal was war, wie heute auch irgendwie ein bisschen reingefahren. Ich habe reingezogen oder nee, haben wir uns dann kurz die Hand gegeben, war alles gut wieder und fertig. Also kommt schon gut klar. Ich habe das Gefühl, hier am Matschenberg läuft es für dich ganz besonders gut. Ja. Eine Strecke für Männer. Bist du so ein richtiger Mann? Brauchst du das, diesen Nervenkitzel? Ja, nee, die Strecke ist schon gut. Die liegt mir auch. Ist die Heimstrecke und die klappt richtig gut. Hat ja auch der Junge, wo der hinter mir gefahren ist, auch gesagt. Also man sieht, du bist hier zu Hause. Man sieht das aber auch noch am anderen Umstand. Ich glaube, so viele blaue Jacken wie hier habe ich selten gesehen, oder? Fanclub? Fanclub, großer Fanclub. Kommen auch immer mit, so viele Leute. Also das, bei keinem anderen Team sind so viele Fans immer mit dabei. Selbst auch weite Strecken wie Frankreich warst du ja auch. Und war schon gut. Ist schon immer gut. Okay, die Saison neigt sich dem Ende. Du hast ja gesagt, ganz so erfolgreich wie im Vorjahr nicht, aber auch nur haarscharf nicht, würde ich mal sagen. Ist das dein Zuhause und wird es das immer bleiben, die Serienklasse? Weiß ich auch noch nicht so richtig. Kann ich jetzt noch nicht drüber sagen, weil einfach die finanziellen Mittel. Ich hätte schon gerne mal was ausprobieren. In 2 Wochen fahre ich mal Spezialcross. Gucken, wie das geht. Muss man ja auch mal probieren. Das muss man unbedingt probieren. Aber legen wir uns einfach mal auf Folgendes fest. In 2011 haben wir bestimmt die Möglichkeit, im Fahrerlager eines Autocross-DM-Laufs mal ein Interview zu machen. Ja klar, auf alle Fälle. Können wir machen. Super. Bin auf nächstes Jahr auf alle Fälle dabei. Mit was? Wissen wir auch noch nicht. Ich drücke dir die Daumen für heute. Abschließend, wie gefällt dir die Veranstaltung hier? Gut organisiert? Ja, gut, klar, wir hängen wieder am Zeitplan, aber das ist eben immer die weite Strecke, das würde ich jetzt mal als Fahrer sagen, und hin und her. Gestern war das mit dem Tor oben, kann auch wieder keiner was dafür, und ja, Zeitplan ist immer ein bisschen eng bestückt hier, aber so ist es eigentlich ganz gut. Okay, viel Erfolg, viel Spaß und wir sehen uns nächstes Jahr. Danke. Danke dir.